Meine Freund, wie geht es Ihnen heute? Ja, wer ist da? Wiedkomm. Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil von Wilson, unsere Intelligenzbacke aus dem Callcenter. Trading-Betrug natürlich. Ja, keine Ahnung, was er sich dabei denkt, aber er ist heute schon wieder in der Leitung und versucht uns weiter die 250 Euro abzuknüpfen. Tja, mal sehen, ob er es heute schafft. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Anruf. Was? Wilson. Wer ist denn das? Ich bin der Banker. Aha, okay. Ja, wir haben gestern am Freitag, Donnerstag, gesprochen. Wo kann sein, ja. Ja, natürlich. Also, wie geht es Ihnen heute erst einmal? Ja, geht so. War Sie in Arbeiter? Was? Haben Sie heute in Arbeiter gegangen? Nö. Warum? Ja, muss nicht. Und mit dir gesund? Hä? Wie ist dir gesund? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Warum verstehen Sie nicht? Ja, weiß ich nicht. Spricht so undeutlich. Ich denke, können Sie Deutsch oder mehr? Ja, ich denke schon, ja. Okay. Oh, ich bin so müde heute. Es regnet. Wie ist die Welt? Hä? Nein, ich habe mit Elena gesprochen. Ja, genau. Also, Herr Steiner oder Katze, das ist kein Problem. Wie sage ich, melde vom Bank FX Trade. Ja. Und was machen Sie heute? Machen Sie die Investition oder ne? Ich verstehe die alberne Frage nicht. Was? Ja, worum geht's denn jetzt? Was haben Sie gesagt, erst einmal? Ich habe nicht gehört. Was verstehen Sie nicht? Ich habe gefragt, worum es geht. Ah, liebe. Also, es geht im Trading wie die anderen Tage. Kommt da jetzt noch was, oder? Hallo, Betrüger. Ja. Ja. Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt Betrüger. Aha. Und etwas anderes? Ja. Wie viele Leute hast du denn heute schon abgezockt? Oh. Fangen Sie an mit dieser Antwort. Wollen Sie, wie viele Antworten wollen Sie nochmal? Ja, eine richtige Antwort wäre schon mal gut. Wie viel hast du denn heute schon betrogen? Niemand. Wie viele denn? Ich habe, ich spreche nicht Lüge, ich bin zu Arbeiter. Also, ich bin ein Seriöser. Das ist gelogen. Nochmal bitte? Ich sage, das ist gelogen. Seriös bist du nicht. Ich bin sehr seriös. Auf gar keinen Fall. Ihr seid Betrüger und Abzocker. Ja, also ganz im Ernst. Wie kann der sich eigentlich hier noch selbst für ernst und für voll nehmen? Alles, was der erzählt, also wirklich von vorne bis hinten, das ist hier schon das vierte Telefonat mit dem. Da kommt nicht einmal eine sinnvolle Silbe aus seinem Mund. Alles, was der erzählt, aber auch wirklich ausnahmslos, ist absoluter Schrott und absolut zusammenhangslos. Also am Anfang war er ja wenigstens noch teils seriös und hat irgendeinen Scheiß wenigstens noch erzählt. Ja, und dann wurde er immer primitiver. Und ich glaube, tja, heute wird das Ganze nicht besser. Ich weiß aber auch nicht, was der so richtig erreichen will mit seinen ganzen Anrufen bei mir. Denn, keine Ahnung, also würde der bei euch irgendwann, wenn der noch tausendmal anruft, irgendwann Erfolg bei euch haben? Ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, ob hat der zu viel Zeit? Hat sich gerade keiner bei ihm angemeldet?
Ich weiß es nicht. Also, ich finde es wirklich absolut fragwürdig, was der hier von mir will. Nein, nein. Doch. Wo sieht dein Komfort? Nein. Doch. Nein. Doch. Oh, shit. Gucci, dupe. Wie viele Menschen hast du denn heute schon betrogen? Nochmal wieder? Wie viele Leute du heute schon abgezockt hast? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, okay, 21, 22, 23, und sowieso. Also, was war Ihre Frage? Ja, wie viele Leute du schon betrogen hast heute? Niemand? Ah, Elena. Elena! Komm hier wieder. Du musst mit Herr Steiner sprechen. Also, Herr Steiner, können Sie mit Elena sprechen, bitte? Wie? Nö, keine Lust. Wollen Sie nicht mit Elena sprechen? Also ich weiß nicht, aber nennt man sowas nicht irgendwie schizophren, wenn sich jemand Personen ausdenkt, die scheinbar gar nicht existieren, denn die Helena oder wie auch immer die imaginäre Freundin von ihm wohl heißen soll, ich weiß es nicht, die existiert höchstwahrscheinlich nur in seinen Träumen, oh Entschuldigung, in seinen feuchten Träumen, so wie er das hier jedes Mal andeutet. Ja, aber das ist doch nicht mehr gesund, was der da macht, oder? Ich meine, welcher normale Mensch setzt sich hin und tut so, als hätte er gerade irgendwie ein Schäferstündchen mit einer imaginären Person. Mal davon abgesehen, was versteht er jetzt eigentlich nicht daran, dass ich bei ihm kein Geld investieren werde? Ich komme wirklich nicht drauf. Schreibt es mir mal in die Kommentare, was er sich da wohl bei denken sollte, könnte. Ich meine, ja, ist mir schleierhaft. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich bin eigentlich nur verwirrt vom Zuhören, was der von mir will. Was der Grund seines Anrufs ist. Denn Geld kriegt er nicht, das weiß er aber auch, glaube ich, eigentlich. Wozu ruft er jetzt nochmal an? Und ich glaube, auch wenn es jetzt der letzte Teil dieser kleinen Serie hier ist, es wird nicht der letzte Anruf von ihm sein. Wollen Sie mit mir? Also, ich denke, wir sind Freunde schon. Du bist meine neue Freundin. Also, wenn du bist meine neue Freund, du musst die Investition mit mir und zusammenarbeiten. Aha. Machen Sie? Nix. Wie nett. Mach das bitte. Nö. Bitte. Ich gebe Betrügern kein Geld. Nochmal bitte? Ich sage, ich gebe Betrügern kein Geld. Du bist Betrüger oder was? Nee, ihr seid ja Betrüger. Ich denke, ne? Doch. Also, meine Arbeiter ist eine gute Arbeiter mit Profite. Ja? Verarscht nur die Leute. Mehr nicht. Ich denke, du bist ein größter Betrüger. Ja. Nein, ihr verarscht die Leute, das ist nicht in Ordnung. Also, Herr Weiber sagt, ich werde dir ein Zettel machen. Schön. Oh, je. Haben Sie Herr Weiber gehört? Wie ne? Haben Sie nicht gehört? Nee. Ich werde Ihnen eine Anzeige machen. Jo. So, der unbekannte Herr aus dem Hintergrund möchte gerne eine Anzeige machen. Okay. Warum jetzt genau? Ich wüsste jetzt nicht warum. Also erstmal ruft er mich an. Das heißt, wenn denn, verschwendet er da selbst seine Zeit. Weil er könnte ja auflegen oder gar nicht erst anrufen. Ergibt das schon mal keinen Sinn. Und zum Zweiten, wenn er mich anzeigt, tja, dann hätte ich wohl seine Daten. Und könnte genau das mit ihm tun, was eben passieren sollte mit solchen Leuten. Eine Gegenanzeige. Und da das sich hier um Finanzbetrug handelt, könnt ihr euch vorstellen, welche der beiden Delikte, entweder das Aufzeichnen oder
Das Betrügen von Menschen mit Geld, was da schwerer wiegt. Hm, weiß ich nicht. Ja, ja, ein Blödsinn. Mach mal am besten, weil dann habe ich nämlich eure Adresse und dann weiß ich ja auch, wen ich verklagen kann. Meine Adresse? Hm. Okay, schreibe sie bitte. Nee, das kann, wenn er mich anzeigt, dann habe ich ja die Adressdaten. Okay, schreibe sie bitte. Jo. Frankfurt. Genau. Schlägerstraße. 39. Ja, ja. Haben Sie gemacht? Ja, ja. Und warum rufst du mich dann mit einer Berliner Nummer an? Ist auch verboten, ne? Übrigens kann man eure Telefonnummer nicht zurückrufen. Das ist nochmal verboten. Also ich weiß nicht, was ich denke, Herr Kapfer. Naja. Auf jeden Fall denke ich, dass ihr Betrüger seid. Nein. Doch. Nein. Doch, eindeutig. Nein. Nein. Weil nur Betrüger kann man nicht zurückrufen. Also, Sie können nicht zurück in einer Büro rufen. Lieber. Das ist deutsches Gesetz, dass ich deine Telefonnummer zurückrufen können muss. Also, erst einmal, Sie müssen Deutsch sprechen. Ja, das kann ich auf jeden Fall besser als du. Wie bitte? Ich sage, das kann ich auf jeden Fall besser als du. Ich denke, du bist eine Ausländisch. Ja, also ich, da. Nein, ich denke, Herr Weber, ich denke, Herr Steiner kommt aus aus Schweden vielleicht. Oder nein, Steiner. Wie heißt er? Gerold Steiner. Mhm. Also ich denke, der kommt von England. Mhm. Kommst du aus England? Wie kann so ein Job eigentlich überhaupt Spaß machen? Das ist doch furchtbar, den ganzen Tag in so einem scheiß Callcenter zu sitzen, den ganzen Tag mit anderen Betrügern zusammen abzuhängen, lauter illegale Sachen machen, die Menschen betrügen, ist doch kacke sowas. Oh, shit, was hat Weber gesagt? Dein Name ist nicht Katze. Okay? Oh, shit, Herr Weber sagt, dein Name ist nicht Katze. Nein, der seid aber ganz schön schlau. Er denkt, du lügst. Jo. Du bist eine Lüger. Naja, das. Du bist eine Betrüger. Könnt ihr ja am besten. Dein Name ist nicht deine Katze. Ja, genauso wie euer Name nicht stimmt. Mein Name ist Tobias Weber. Ja, ganz bestimmt. Herr Weber, lass dem. Der ist ein Betrüger, Mann. Ihr seid Betrüger und Abzocker, mehr nicht. Ihr müsst 50.000 Euro einzahlen, damit ihr Auszahlung bekommt. Wie kann man eigentlich mit so einem beschissenen Leben zufrieden sein? Ihr müsst 50.000 Euro einzahlen. Ja, ich muss gar nichts einzahlen. Ja, also entweder du kommst jetzt näher ans Telefon, aber so versteht man nichts. Das ist ein guter Mann. Ich werde eine Anzeige machen. Ja, dann mach. Okay. Ist doch lächerlich. Ich werde also Anzeige machen, weil Sie zahlen nicht 50.000 Euro. Ja, mach mal. Wer glaubt denn dir eigentlich die Scheiße? Na, lass bitte. Herr Weber, lass. Ist ein guter Mann. Nee, das stimmt nicht. Ah, Herr Steiner, du bist mein neuer Freund, ja, ich habe gesagt. Und sowieso. Und Herr, haben Sie gehört? Elena will mit dir ficken. Wie kann man sich eigentlich so überhaupt noch selbst ernst nehmen? Das ist doch ein total armseliges Leben, sowas. Elena. Ich weiß nicht, wie man so viel Scheiße labern kann an einem Tag. Ist doch schon Wahnsinn. Wie bitte? Ja. Bist du da zufrieden mit dem Scheißjob? Und so, wir machen einen guten Job. Nee, ihr macht keinen guten Job. Definitiv nicht. Und das weißt du selber auch. Also, Liebe. Wir sagen, ich komme aus
wo Sie denken. Genau. Ich bin ein Italiener, Mann. Nee, ein Abzocker und ein Betrüger, würde ich eher sagen. Das ist schon eine eigene Spezies mittlerweile. Ich habe gesagt, meine Mutter kommt aus Deutschland. Ja. Ja, und traurig. Mein Vater ist ein Italiener. Auch traurig. Jo. So, Herr Bock ist da hier. Du bist jetzt fertig oder willst du noch irgendwas loswerden? Willst du noch jemanden grüßen oder? Nee. Also das hört sich so an, als hättest du ganz, ganz große Beschwerden. Okay. Habt ihr gerade nichts zu tun? Kommt keine neue Anmeldung bei euch rein? Ich muss gehen. Oh. Ja. Danke schön, Herr Gerold Steiner. Gerne. Bis morgen. Nein, nicht mehr bis morgen. Nee. Ist der letzte Tag. Das ist schade. Ja, ich dachte, du Gerold. Wolltest noch ein bisschen Gerold. Mehr über dich erzählen. Herr Gerold. Ich muss gehen. Das ist aber schade. Herr Katze. Ich liebe Hund. Die Hunds sind besser als eine Katze. Ja. Das ist schon okay so. Danke. Man, jetzt hättest du noch die Möglichkeit, dich zu erklären. Damit überhaupt jemand versteht, was du jetzt hier von einem willst. Du bist ein Betrüger. Ja. Und ich muss gehen jetzt. Warum? Weil ich muss mit meiner Kunde arbeiten. Eine neue Anmeldung gerade reingekommen. Nee. Nee? Es scheint ja gerade wenig los zu sein bei euch. Aber du bist ein Betrüger und ich will nicht mehr Informationen geben. Nee? So ist das. Tja. Ciao. Wiedersehen. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Aber ich denke, ich bin nicht morgen. Ne? Herr Weber ist da. Oh, ich muss morgen. Sag's mal. Das ist ja schön. Ja. So, ich dachte, du musst gehen. So. Dankeschön, danke. Gerne. Können Sie wieder die Hände aufmachen? Nö. Warum? Ich habe so eine goldene Regel, man liegt bei Betrügern nicht auf, die Betrüger müssen auflegen. Ich muss gehen jetzt, also dankeschön für Ihre Zeit. Ja, bitteschön. Bis dann. Bis morgen. Also, bis morgen. Tschö. Ciao. Tja, der Wilson, der drängelt sich hier ganz schön ins Rampenlicht auf unserem Kanal. Also es hat noch keiner geschafft, uns hier so zu unterhalten, denke ich mal. Mit so viel Blödsinn und so viel Scheiße labern. Ja, und ganz ehrlich, der scheint hier dafür auch gerade noch bezahlt zu werden, in der Zeit, wo er mit uns telefoniert. Denn er ist ja dem Anschein nach auf Arbeit oder wie man das auch immer nennen mag. Ja gut, jedem das Seine, ne? Auf jeden Fall ist es kein seriöser Job. Ich denke mal, da brauchen wir auch gar nicht weiter drüber nachdenken. Ich hoffe, euch hat diese kleine Reihe trotzdem ein bisschen gefallen. Ist mal was anderes gewesen. Einfach mal in die leeren, absolut leerstehenden Gehirnwindungen eines Betrügers zu schauen oder reinzuhören.
Mehr ist es ja nicht. Tja, drückt gerne einen Daumen nach oben. Morgen gibt's wieder was anderes. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Klickt jetzt noch auf ein Video, was ihr hier so findet in der Playlist. Irgendwas wird euch da schon angezeigt. Ja genau, so ein Abo ist, tut nicht weh. Und ja, unterstützt den Kanal. Und vor allem, du verpasst keine neuen Videos mehr, wenn da was Neues kommt. Ich denke mal, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass der Wilson mit dabei ist, ne? Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.